Hallo? Ja gut, das war, da hat jetzt ja mir die Begrüßung weggeschnappt. Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Und zwar Minecraft Nordpol auf einem geheimen Server, dessen IP es nicht gibt. Also die gibt's schon, aber Das ist eh Whitelist. das ist whitelist, also es bringt euch gar nichts. Und zwar ist hier einfach ein Community-Projekt vom Tuxcraft-Server. Und da so ein City-Build eigentlich, so wie man es nennen soll. Doch eigentlich City-Build. Ja, das ist auch. Und Jan und ich habe hier so zwei Grundstücke nebeneinander. Ich habe hier meine schöne Dreckshütte und Jan hat hier schön seine 40.000 Kiste da rumstehen. Ja. Dann habe ich hier unten meine nette Farm, die immer sich weiter ausbreitet, weil das ist halt das Coole an dem Server. Der läuft halt durch. Der läuft halt nicht nur von einer bestimmten Zeit, der läuft halt Tag und Nacht durch. Und wenn ich dann wieder auf den Server komme, wenn ich nur mal 2 Stunden nicht zock oder so, ist hier alles wieder gewachsen und ich kann einfach wieder alles abernten. Und ja, ich denke mal, das wird jetzt hauptsächlich offscreen passieren. Ich werde halt immer so Update-Folge hochladen. Ich werde jetzt in der Folge nichts Explizites machen. Weil das wäre sonst, ich denke mal, das wäre sonst ein bisschen zu arg wie Speedrun. Und das Projekt läuft auf jeden Fall noch weiter. Ja, und das war's eigentlich. Also es kommt halt nicht wirklich regelmäßig. Okay, Power Kun wurde von einem Zombie-Pigman erschlagen. Okay, das war netter. Dann kriegt er seine Sache nicht mehr, weil das Einzige, was hier anders ist, wie auf dem, wie in einer ganz normalen Survival Games, wenn man stirbt, kriegt man seine Items wieder und behält seine Level und alles. Außer im Aber Nether. wenn man jetzt zum Beispiel wie der Power Kun die ganze Zeit im Nether stirbt, dann kriegt man sie eben nicht mehr. Und Ja, so ein eben. kleiner Zombie einen angreift. Das nervt einfach nur. Und ich würde sagen, okay, nochmal. Ich würde sagen, das war's mit dem kurzen Info-Video. Also es wird jetzt eigentlich recht unregelmäßig kommen, aber halt immer so wieder so Update-Videos und keine ganz normale. Also die werden immer so im Umfang von 5 bis 10 Minuten sein, nicht so 15 bis 20 Minuten. Ja, Sehr schön, Danilo. dann würde ich sagen, war's das. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ciao.